war schon da. Jetzt packe ich aus. Da werden Erinnerungen wach. So ein Angeber. Geschämt hätte ich mich. Hallöchen. Es ist Fashion Week in Berlin. Und da war ich heute gewesen, habe die Dinger geschenkt bekommen. Ja, kann man machen. Aber interessanterweise haben mich eine ganze Menge Leute darauf angesprochen, was es doch für eine spannende und interessante Staffel war, in der ich damals dabei war. Ja, und das stimmt auch. Also im Vergleich zu der jetzigen, die ist noch nicht so richtig in die Gänge gekommen, finde ich. Ja, es ist wirklich vom Entertainment-Faktor, also außer Walter, hat man das Gefühl, die pennen alle den ganzen Tag da im Camp, ne? Aber Walter, der große Entertainer, jetzt wird es endlich belohnt. Haben Sie es gelesen in der Zeitung heute? Die Venus-Messe, also die Erotikmesse in Berlin, will Walter jetzt als Testimonial, also als Aushängeschild haben. Ist wirklich kein Witz. Ich weiß nicht, ob er sich darüber freut. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und es hat sich scheinbar bis ins Dschungelcamp rumgesprochen. Denn auf einmal gab es eine ganze Reihe von Bekenntnissen. Ja, Aurelio zum Beispiel hat mal als Stripper gearbeitet. Das überrascht jetzt nicht so sehr, aber auch Sarah war mal Stripperin. Das ist so, was so nebenbei passiert ist. Und der Einzige, der nie gestrippt hat, ist Walter. Logischerweise, das macht ja auch irgendwo Sinn, aber der macht weiter mit seinem Seelenstriptease und hat heute zum Besten gegeben, dass er sich mal als Bundespräsident beworben hat. Es wird immer besser. Walter, ich liebe dir. Aber er hat sich nicht nur als Bundespräsident beworben, sondern auch für seine erste Dschungelprüfung und die hat er ganz okay gemacht. Entenfüße, Kakerlaken, Penisse, Kackfrucht, also das ganze Programm aus dem Dschungel hat er runtergeschluckt, zum Teil jedenfalls 5 Punkte dafür geholt und das war ganz ordentlich. Aber das Geilste heute, das Geilste fand ich, war, als dann alle Kandidaten sich einordnen sollten nach Bekanntheit. Und da sind dann endlich die ersten Masken gefallen. Ja, weil da wollte dann jeder auf einmal der Bekannteste im Camp sein. Und dann wurde auch klar, warum die alle da sind. Ja, von wegen, ich will eine tolle Erfahrung machen und im Dschungel irgendwie mal an meine Grenzen gehen. Nein, bekannt wollen die werden, ist doch logisch. Und heute ist das endlich rausgekommen. Aber wer der Bekannteste wird, wenn diese Staffel zu Ende ist, das kann ich euch sagen. Richtig. Mein Freund Walter.